Ja, hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays Mittelerde Motorschatten hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir starten jetzt. Dann will ich nämlich jetzt mal... Wir sind da unten. Der ist da oben, der ist da oben. Und der ist doch hier... Jetzt frage ich mich, was bedeuten kann man hier irgendwie. Was bedeuten die roten Linien und was bedeutet die blaue Linie? Ich denke mal, die blaue bedeutet, dass er dem gegenüber. Oder die weiße. Vermute ich mal. Ja, wir gehen so langsam die Hauptmänner aus. Das ist ja doof. Was haben wir denn jetzt hier? Bam, 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 bam. Wo sind wir denn eigentlich? Wir sind da unten. Gut, dann nehmen wir jetzt mal die Information hier noch mit und dann machen wir mal da diese Geschichte. Okay, die liegen hier noch so dumm rum, die Informationen. Dann nehmen sie natürlich auch gleich mit. Na, liegt hier. Gut, ich möchte nämlich Informationen über diesen hier haben. Ihr wisst ja, was ich habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt, Informationsbeschaffung ist alles. Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Wenn ihr da einfach so reintrampelt, könnt ihr natürlich auch machen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es überlebt ist, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt keine anderen Let's Plays für dies machen. Und mein Let's Play zieht sich ja echt, aber ich mache das Spiel auch so viel Spaß. Ich koste jede Sekunde aus. Ich freue mich auch immer richtig, wenn ich das wieder spiele. Wo bist du denn? Ich renne nicht. Ich springe. Komm, ich muss mal bitte üben. Menschenabschau! Oh, oh, oh! Ah, wo kommst du denn her? Urukmakton von Horn! Nur du und ich! So scheiße nicht! Du! Nein, nicht töten! Nicht töten! Nicht Menschenfleisch! Und beherrschen natürlich. Befehl legen? Das war jetzt echt Zufall. Der hat schon einen Häuptling, der hat schon viele Häuptlinge. Quatsch, Leibwächter, der hat auch schon einiges. Gib mal den noch. So, gibt's jetzt hier noch irgendwelche Probleme? Komm schon, Waldläufer! Wo bist du denn? Du bist da oben. Na gut. Hab's mir das war doch ein Geräusch. Kann ich ja lange suchen. Das wird ein leichtes! Das hat ihm nicht gut an! Gut, wo ist denn die Machtprobe? Die ist doch irgendwo da drüben. Wahrscheinliche Ratten. Wenn du mit mir immer noch kämpfst, dann bin ich dein Gegner. Ja, genau. Ich sehe schon Gespenster. Du bist immer so schreckhaft. Achso, okay. Urgus müssen hier unterwegs. Genau. Es tritt natürlich wahrscheinlich einer von meinen gegen einen. Achso, der tritt gegen einen. Passt gut auf, Rekruten! So geht man mit einem Karago um! Und Machtprobe gelöst. Aufgestiegen. Ja, super. Finde ich gut. Zum Leibwächter befördert. Ja, nice. In Ordnung. Genug Ablenkungen. Zurück an die Arbeit. Warte mal, ich müsste mal mit dir kurz reden. Ob ich dich denn schon mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Ob ich dich schon irgendwie mal zugeordnet habe.
und an nach oben blicken. Oh Gott, was ist denn da unten alles aufgeploppt mittlerweile? Das ist ja krass. Neu. Wo soll ich denn da anfangen? Wisst ihr was? Was haben wir hier? Vernichtungsklang. Okay. Wir machen erst die blauen, würde ich sagen. Wenn wir die alle haben, machen wir dann die gelben. Ich weiß, es wird jetzt nochmal 2-3 Folgen dauern, aber wie gesagt, ich mag das Spiel und ich bereite mich auch gerne gut vor. Wo ist denn das? Ich spiele das echt gerne. Lieber als Assassin's Creed Unity, muss ich eigentlich im Moment sagen. Weil mittlerweile sind wir ja auch schon in der 50. Folge oder so, keine Ahnung. Einfach die Steuerung, klar hackelt es ja auch manchmal, aber ich komme einfach mit der Steuerung besser klar als Assassin's Creed oder... Du bist tot! Gut, mach Probe. Oh, wer ist in dem sie tödlicher Frau? Das hat man eben schon mal. Also müssen wir das Karagur töten und dann... Worauf warten wir? Ich will das Monster töten! Sieht schon schick aus. Ich helfe dir mal. Ja, Machtprobe gelöst. Aufgestiegen und wahrscheinlich zum Leibwächter befördert. Schön. Ich hab's geschafft. Super, freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Das Geschenk kommt mit der Post. Schnellreise. Die Glückwunschkarte ist auch schon unterwegs. Bum, 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 bum. Da müssen wir auch noch hin. Das müssen wir auch noch mal irgendwann holen. Aber das mache ich mal in Ruhe. Ja, das ist übrigens auch neu. So, was haben wir jetzt hier? Jagd. Alles meine Leute. Jeder blutet für sein Essen in dieser Armee. Deswegen haben sie keine Frage. Ja. Ist da noch eins? Da ist noch eins. Ah, verdammt. Armselig. Ja, gelöst. Macht angestiegen, zum Leibwächter befördert. Super hier. Gut. Achso, eine falsche Taste. Haben wir das auch gelöst? Haben wir noch irgendwas Blaues? Und da haben wir noch was Blaues. Schnellreise. Das müsste ja direkt jetzt hier vor meinem Turm sein. Da ist es. Spart deine Energie fürs Töten! Gut. Block der Rabe. Das ist der, glaube ich, irgendwas mit Rabe. Ach, wieder das Gleiche. Kennen wir ja mittlerweile. Ich zeige euch, wie ihr diese Biester häutet. Öffnet ihn! Sieht aber schick aus, muss man sagen. Ich zerstöre dich, Biest! Ich zerquetsche dich! Jawoll. Das läuft doch gerade richtig gut. Macht angestiegen. Habt ihr das gesehen? Eines Tages sein. So, haben wir da noch irgendwas Blaues? Da haben wir da noch was Blaues.
Nee, da haben wir da auch noch was Blaues, sehe ich doch gerade. Da ist doch was aufgeploppt. Ihr dran, Maden! Was? Das ist eben das Problem, wenn dich nicht Gebrandmarkte angreift und du hast einen Gebrandmarkt in der Nähe, dann verteidigt er dich leider. Das Schlimmste an meinem Absturz war die Ladung Dung, die unten auf mich gewartet hat. Was, wie kommst du denn her? Und mein Akku ist fast wieder leer. Ja gut, ich schaffe noch ein bisschen Pause. Nein. Ein Karamor! Still! Was ist denn jetzt hier los? Alter, was geht denn hier ab gerade? Ah, das ist scheiße jetzt, das ist scheiße. Ich muss hier weg. Ah, verdammt, ich muss hier weg. Mein Sieg! Ich muss hier weg. Das Problem ist, wie gesagt. Wo ist denn das? Wo ist da oben? Ist es? Was ist denn das? Scheiße! Das läuft gerade gar nicht so, wie ich es mir vorstelle. So schnell kann es gehen. Vom gefeierten Held zum. Na gut, dann holen wir uns das mal hier. So. Was ist denn das? Ach, da oben ist es. Na super, da komme ich natürlich ja nicht hoch. Ah, komm, wir unterstützen mal die Jungs da unten ein bisschen. Kabum. Und kabum. Und kabum. Oh, da kommen noch mehr. Mensch, lass den doch mal in Ruhe. Er wollte eigentlich ganz gut alleine. Da habe ich keine Chance gegen den. Der verletzt sich ja gar nicht. Ach, du mal still. Ja, komm. Ah, verdammt. Ah, jetzt habe ich da. Fokus. Das ist gut, das ist gut. Komm her. Eins. Zwei. Jetzt lass den doch mal wegrennen. Oh Gott. Oh Mann, 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 wo ist denn das? Was soll denn das sein? Was war das für ein Geräusch? Du hörst uns stimmen. Da ist es. Hast du das gehört? Rekrutierung. Warum stehst du so rum? Du folgst mir jetzt. Ich werde eher sterben. Kein Problem. Können wir machen. Nein. Ja, das war's ja schon. Ja, jetzt muss ich natürlich noch den anderen da entkommen, die sich nicht angeschlossen haben. Komischerweise. Genau. Schließt euch doch mal einfach an. Da ist noch ein blaues. Ups. Ah, ich wollte nichts machen. Ah, verdammt, ich drücke mal die falsche Taste. Ich will mal reinzoomen. Was ging das mit R? Genau. Achso, kann ich das nicht markieren? Ist mir total egal, was ihn erledigt hat. Ah, da sind noch mehr. Das ist noch nicht, ach, wir sind noch nicht vorbei. Ah.
Oh, Mann. Ah, super. Ja, super. Ach, da sind noch welche. Ach, da sind noch welche. Na, super. Ich dachte, das wäre schon vorbei gewesen. Oh, scheiße, 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 scheiße. Da geht aber aus dem Weg, Junge. Ach, da unten geht's noch weiter. Genug gesucht, der Urok ist tot. Na und? Macht, was ich sage. Was macht dich denn so besonders? Ah, verdammt, das war jetzt also sehr intelligent. Wo ist er denn? Ah. Super. Wir haben nur Spaß gemacht. Wir machen bei dir mit. Nice. Kann ich mal umdrehen, wenn ich mit dir rede, Junge? Rekrutierung macht angestiegen. Zum Leibwächter befördert. Super. Gefällt mir. Gut, da ist aber noch eine Machtprobe in der Nähe, habe ich gesehen. Die ist jetzt weg. Okay. Dafür haben wir da unten eine. Die kriegen wir noch hin in der Folge. Dann haben wir eine Folge nur mit Machtproben gemacht. Eigentlich wollte ich. Ein Mucks und ich werde dich häuten lassen! Schneller ist. Auf einmal. Wo stehst du denn? Achso. Hab ich natürlich nicht gesehen, das Ding. Das? Da oben drauf. Super. Wer kommt denn auf die Idee? Ihr müsst das Rascheln, was er hört, das kommt immer aus dem Controller raus. Also nicht wundern. Auftrag Jagd. Natürlich. Annehmen. Ich glaube, es dürfte dann auch die letzte gewesen sein. Die Spuren enden hier. Da sind sie! Oh, komm, ich komme euch zur Hilfe. Du bist ein Fan, ja. Wo seid ihr denn? Da. Ich habe nicht vorgestellt, dass ich mal an der Seite von Urox kämpfe. Na, ich. Na, ich will doch nicht auf dich. Ich will auf dich. Nein, nicht auf dich. Ja, gelöst. Und auch zum Leibwächter befördert. Was anderes habe ich jetzt nicht ge... Verräter? Ach, hier unten ist wieder eine neue. Machen wir noch auch die Folge. Wird die Folge eben ein bisschen länger. Wahrscheinlich mache ich hier vollkommen das Falsche. Das ist immer so das Problem bei mir. Ich brauche immer ein bisschen, um die Spiele zu kapieren und dann ist es aber schon 30, 40 Folgen durch. Aber ich mag echt Mittelerde richtig lieb. Richtig lieb, sage ich schon. Richtig gern. Richtig lieb, was ist das für Deutsch? Also ich mag Mittelerde sehr, das habe ich ja schon 20.000 Mal gesagt, glaube ich, heute.
Ich hoffe, die Brian dann irgendwann mal einen zweiten Teil rausbringen und dann kann ich sagen, hey, ich habe den ersten Teil durchgespielt. 100%. Aber wahrscheinlich 99%, weil ich die eine Bogengeschichte nicht hinkriegen werde. Famos! Läusekorb! Hier gibt's doch was vom Rad zu fahren. Ich hab schon größere Farbos erbeutet. Den Uruk habe ich je gehasst. Auf nimmer Wiedersehen. Das musst du gar nichts machen. War's das jetzt? Schleicht hier jemand? Nein. Gut, das scheint so gewesen zu sein. Ah, da oben sind noch zwei. Ich hab's gar nicht gesehen. Die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Die Gelben sind dann, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wurde schon zigmal von Ghoulen angegriffen. Nach einer Weile gewöhnt man sich daran und kann einfach... Moment! Ich hab den dreckigen Tag gesehen! Yep. Wolltest du ein Autogramm? Na? Ja, gut, wieder eine Jagd. Jetzt kriegen sie doch bestimmt wieder alleine hin, oder? Werde ich zum Monster, wenn ich das Monster töte? Ich hoffe doch! Na, wie philosophisch. Ups. Entschuldigung. Ah! Okay. Suche satt. Ja, gelöst. Und zum Leibwächter befördert, ne? Was auch sonst. Überrascht mich jetzt gar nicht. Gut, dann haben wir nämlich hier noch eins. Gleich, Gott sei Dank, hier um die Ecke. Nein, nein, zu schnell! Zu unter die Jagd! Ja. Habe ich denn gerade etwas gehört? Und das nächste. Eins, zwei, drei. Ah, das ist echt schon böse. Guck mal, wie viele da hinten sind. Der Grabwandler bemerkt uns nur, wenn sein Karagor uns aufspürt. Gut, komm, beherrschen. Jetzt leidest du! Wieder ein Ziel aus, um einen Machtkampf gegen diesen auszulösen. Wenn er erfolgreich ist, wird er Macht erlangt und befördert. Der Geistmodus. Wir haben trainiert, bis unsere Schwerter stumpf und unsere Füße. So, nächster. Sehr blutig waren. Noch nicht höher gelangt. Helm. So, die waren da noch mehr. Hexerei oder nicht? Kein Menschenpack lässt meinen Kopf weg. Die stehen hier alle rum. Das ist so geil. Es ist so stehen. Es ist so geil. So, dann schicken wir den mal auf den.
Was du für ein... Und dann... Mir egal, was ihn getötet hat. Zurück an die Arbeit. Die stehen einfach nur dumm hier rum. Ach, verdammt, Entschuldigung. Ist gerade der Kopfhörer aus dem Ohr gerutscht. Nein! Was soll ich machen? Nein. Zurück. Fehligen wollte ich. Genau, ich wollte keine Information beschaffen. Gut. So, jetzt müssten ja alle vier... Da ist eine Machtprobe. Ach ne, der wollte. Gut, das machen wir dann aber alles nächste Folge. Da ist, nee, das ist eine Schnellreise. Gut, das machen wir aber alles wirklich nächste Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es dann in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es heißt Let's Play Mittelerde mit mir, dem Sascha. Bis morgen. Ciao.